Yo Leute, was geht ab und erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knight. Wir müssen jetzt hier den lieben Scarecrow aufhalten, ist ja auch irgendwie das ganze, ne, die ganze Story hier hinter dem Spiel. Jetzt kann man kurz hier stellt er anscheinend seine ganzen Toxinsachen her und wir haben auch den Arkham Knight gesehen in der letzten Folge, also alles sehr chillig hier, muss man sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein, liken wir jetzt gerade an jeden Supporter und ja, dann warten hier die Polizei, die Männer von Gordon. Wir fliegen rein und halten wieder die bösen Menschen auf. Was Batman halt jeden Tag gefühlt macht, ne? Let's go, Leute. Ace Chemicals. Glaube, das war auch so eine Stelle, die ich jetzt nicht so gefühlt habe. Sehr Warren, viele Männer. Wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt. Einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Okay, dann let's go. Verwende den Detektivmodus. Alles klar, dann Modus anstellen und dann müssen wir, glaube ich, jetzt sehr das viel erledigen hier, ne? Die Chemicals. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal Terminals einschalten und dann noch irgendwelche Männer retten. Also das wird eine lange Stelle in Ace Chemicals. Und das ist der Arkham Knight, Leute. Eine neue Figur, geschaffen von Rockstar-Entwicklern, sage ich mal. Genau, der kam jetzt in dem Spiel. Vor 2015 kam das Spiel raus. Das Spiel ist schon 7 Jahre alt. Das ist eigentlich voll krass. 2015 kam das raus. Also da war ich erst, glaube ich, ja, 15 oder 16. Also immer noch ein grandioses Game mit einer grandiosen Grafik. 7 Jahre ist es schon her. Was für eine lange Zeit. Abgesehen von der Entdeckung einer Milizausbildungseinrichtung in Südamerika ist über den Arkham Knights bis zu seinem Erscheinen in Gotham, wo er sich schnell einen Namen unter den führenden Kriminellen der Stadt machte, so gut wie nichts bekannt. Er hat sich mit Scarecrow verschworen, Batman zu töten und ist bereit, dafür sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Arkham Knight, hat auch den Namen hier, ne, Batman Arkham Knight, dieser Spielname hier. Und jetzt können wir auch noch die neue Fähigkeit anwenden, hier, die Angstleiste, ja, wo wir, glaube ich, 3 Gegner auf einmal ausschalten können. Habe ich schon auch letzte Folge gesagt, ist eine krasse Fähigkeit, was das Spiel auch wirklich sehr einfach macht, aber wie schon gesagt, das sieht sehr geil aus, wenn man die einsetzt, die Fähigkeit. Sieht sehr, sehr wild aus. So, wir schnappen jetzt mal die einzelnen Knechte, die sich aufteilen wie die Idioten. Und dann können wir gerne auch die Idioten ausschalten, die zusammen sind. Kann ich auch von oben ausschalten, oder? Muss ich die Anlage erkunden. Ja. Ich will ihn erstmal ausschalten, Batman, wenn es geht. Guck mal, Leute, man kann auch sogar von oben einen ausschalten, ey. Das ist schon echt krass, Leute. Also, von hinten kommt, ist nicht mehr das Einzelne, man kann auch von oben angreifen. Ja, das kann auch schon sehr OP sein. Aber wenn er Challenge will, das soll einfach das Spiel auch schwierig stellen. Aber, ja, das ist schon relativ einfach gemacht worden für normale Spieler. Aber ist ja auch vollkommen okay, ne? So, da kommt der nächste Süße. So, sollen wir hier warten, Leute? Oder sollen wir erstmal ihn einfach angreifen? Wir warten, würde ich sagen. Ich kann so von hier aus ihn ausschalten, Alter. Wow. Das ist echt eine Range, eine sehr krasse Range, muss man sagen. So, da waren es nur noch 3. Ja. Sollte machbar sein. Gehen wir hier runter, oder? Nein. Alter, wie weit geht das bitte? Nehme ich gerne mit hier. So. Junge, Alter, was? Von seiner Brust reingeschlagen, Alter. Als ob er nicht gestorben ist dadurch. Heilige Scheiße. Was ist das hier? Oh, Scheiße. Die sind gar nicht so blind, muss man sagen. Die haben schon ihre Augen auf dem Kopf. So, du Süßer. Kuckuck. Gute Nacht, Süßer. Oh, Junge, Alter. So. Frisst das hier, Alter. 3-Battle-Rang in die Fresse bekommen. Und du gehst auch erstmal schlafen. Ah, Junge, Alter, von den Eier gestanden, glaube ich, wieder. Heilige Scheiße, Junge. Batman, chill mal. Er soll mal chillen, der Batman. Er haut einfach in irgendwelche Eier rein. So Bauch, Hals oder Kopfschlagen ist okay, aber in die Eier schlagen, Bruder.
Weiß ich nicht, Batman. So, wir haben jetzt Punkte bekommen. Oh, wir haben sogar 4 Punkte, sehe ich gerade. Sollen wir erstmal alles ausgeben, würde ich sagen, ne? Batmobil würde ich später verbessern. Wir verbessern erstmal einfach den Batsuit. Mehr Leben einfach, oder? Was sagt ihr? Einfach mehr Leben, Leute, ne? Also mehr Leben ist immer gut. Wir machen mal Kampfpanzerung noch kugelsichere Panzerung. Können wir einfach beides machen. Ich präferiere aber, glaube ich, eher die kugelsichere Panzerung. Genau. Let's go, Leute. So, schon 2 Leisten voll. Und ja, dann gehen wir ran, Batman. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv. Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Fall nicht runter, sagt die Oracle, ey. Lustig, lustig bist du. So, bam. Zack. Oh yeah. So. Ich glaube, jetzt bist du wieder eine Gegenscan, oder? Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hasst du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Ich hoffe, jetzt 5 Leute retten. Das wird ein Spaß, Leute. Aber wir hören noch, Arkham Knight hat einen richtigen Hass auf Batman. Ja, obwohl Batman ihn auch nie gesehen hat. Wer kann es denn nur wohl sein, ne, Leute? Hust, hust. Ja, dann fangen wir mal an hier. Wir retten erstmal die beiden vorne, die ich gerade hier sehe. Und die 3 erstmal hier. Oh nein, das ist ein Panzer. Wir brauchen wieder das Batmobil, Leute. Mein Lieblingsauto. Hust, hust. So, das Numero... Numero Uno. Ist der hier in diesem Raum, oder? Ich würde gerne die erstmal erledigen. Genau hier. Angst, Mutzi ausschalten. Machen wir mal. Bam, Junge. Gut. Und Bam, Leute. Oh yeah. Und ich glaube, man kann jetzt die Angstleiste auf, indem man einfach Leute ausschaltet hier in der Nähe von Gegnern, damit sie halt sehen, oh fuck, Batman ist ein Monster, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor ihm. Und ja, also die Leiste kann man sehr leicht auffüllen, muss man sagen. Nicht angreifen, Süßer, nicht angreifen, nicht so machen hier. Batman? Das war gerade ein bisschen sus, wie du den Typen gehalten hast, muss ich gestehen. Also, ne, es war sehr, sehr sus. Sus, man. Ist der hier der Erste oder habe ich gerade einfach die Leute umsonst ausgeschaltet? Hä? Muss ich hier rein? Glaub, ich muss sogar echt hier rein. Glaub, hier ist sogar der Erste, oder? Oder ist es so ein Secret wieder? Also nicht wichtig für die Hauptmission. So, zap, das Gas ist giftig. Ich muss es abstellen. Joa. Mit dem Batmobil kann ich dieses Tor zerstören. Dafür muss ich es auf diese Seite der Anlage bringen. Oh, dann muss ich auch die anderen Panzer ausschalten. Ich will einfach diese Stellen überspringen, Leute. Ich muss das Tor zur Fabrik öffnen, bevor ich mit dem Batmobil hindurchfahre. Ach so, ich muss dann noch alles hier gefühlt öffnen für die Scheiße, Leute. Was ist denn hier? Kann ich jetzt hier vielleicht rein oder ist hier alles nur erstmal Batmobilstelle? Glaube ich, ist erstmal alles Batmobil, Leute. Ich glaube, ich sollte erstmal weggehen, Leute. Wir gehen zur anderen Seite von der Fabrik und retten wir dort einfach die Arbeiter erstmal. Also die Stelle hier ist erstmal ein Tabu für den lieben Batman erstmal. Denn dort muss der liebe, ja, Batmobil, das Batmobil leider reinfahren. Dann retten wir jetzt mal den Typen in diesem Raum. Da sollten die sein. Und jetzt habe ich das Angst-Multerschatten jetzt verschwendet hier. Leider. Ah, ich habe es auch wieder aufgefüllt. Also man sieht es, also man kann es sehr leicht auffüllen. Ich habe nicht mal vieles gemacht und schon ist die Leiste wieder aufgefüllt. Dann ist dann Kuckuck. Batman ist auch hier am Start. Die haben alle so Angst, ey. Frisst Lampe. Lampe schmeckt. Oh yeah. Ah, das war's schon. Guck mal, da sieht man, das ist echt einfach, alle auszuschalten. Drei Leute durch diese Fähigkeit, dann auch die Lampe, da, die wir benutzt haben, jetzt noch einen Schlag.
Wegen dem letzten Gegner. Der ist tot, oder? Scheiße, der ist tot, glaube ich. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu. Ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Müssen sie. Einfach töten, Batman. Also, die Fähigkeiten hättest du, Batman. Einfach den Scarecrow erwürgen oder ihn einfach totschlagen. Mann, oh Mann. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Nein, ich will das nicht. Ich will nicht den Wagen fahren, aber ich habe keine Wahl, Leute. Ich muss es tun. Das Tor steht offen, macht euch bereit. Hier kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Den machen wir kalt. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Alter Batman, chill. Junge, alter Batman, Junge. Du Angeber. So. Bam. Das ist doch ein Schildtyp, wa? Ja, den kann man so ausschalten mit mehreren Schüssen. So, One-Shot. One-Shot. Und One-Shot. Ich glaube, man kann ja auch mit dem Geschütz ja auch ausschalten, wenn man diese gleichen Teile trifft, wa? Beschränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du ja. Hörst auch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht's raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgegriff habt. Wenn wir sehen, Arkham Knight, aber der weiß auch, wie Batman handelt und denkt. Also der ist nicht so dumm. Achso, können wir die abschießen? Ah, können wir sogar machen. Bam. So, sind noch mehr Knechte, die hier ein bisschen mein Mobil schmecken wollen, oder war es das schon? Sollen wir ihn umlegen? Ach, dürfen wir nicht. Haben Befehl, ihn noch leben zu lassen. Was soll das? Ah. Ja, hallo, was geht? Bam, bam und bam. Ja, das war mal einfach hier. Dann würde ich sagen, rausgehen und ich hoffe, der Arbeiter ist noch am Leben. Der müsste am Leben sein, oder? Der lebt noch, ja, sehr gut. Oh. Ach, das ist die Stelle, Leute. Habe ich schon vergessen, die Stelle. Boah, die Stelle ist geil. Und da ist der Arkham Knight. Der sieht aber auch echt geil aus, ne, mit seinem Anzug, gell? Schon echt furchteinflößend. Lass die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte! Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Chill, Bruder, chill. Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen. Ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Du verstehst nicht. Bei diesem Kerl gibt es keine Zeit. Waffen auf ihn richten. Wenn er sich rührt, erschießt ihn. Das wirst du bereuen. Ah, ja. Hm? Naja. Willst du noch was sagen, Arkham Knight? Ah, okay. Er ist ein bisschen am Rumheulen beim Scarecrow, beim Scarecrow Daddy. Ja, Batmobil raus und let's go hier. Knallt ihr ab, let's go. Warum nicht den erstmal abknallen? Man, den erst abknallen, Spiel, das ist doch viel, viel cooler. Hier, kleinen ab hier. Bam, Junge! Ach so. Das macht gar nichts hier. Entschuldigung, lass meinen Wagen in Ruhe. Bam, bam, bam. Und bam! Let's go! Sehr, sehr geil, bleibt liegen. Zeug. Ey, bleib liegen, sag dich. Ihr dummen Schweine. Ach so, wir können so das machen.
Batman hier unsere Schüsse ausschalten. Wie geil. Zack, zack. Also, ne? Sehr geile Stelle, muss ich sagen, hier. Und auch sehr kalt von Batman. Ich liebe das Spiel einfach, Leute. Ist jetzt nicht mein Lieblings-Arkham-Teil, muss ich schon mal sagen, aber trotzdem sehr viele Stellen, die verursachen Gänsehaut in mir. Der Typ, der die Befehle gab, klang so, als kannte er dich. Na, mag schon, danke. Das habe ich auch selbst bemerkt. Wie geht's dir aber? Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow, er war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die gesamte Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. Ich muss auch echt sagen, ich liebe dieses Endfeeling einfach so, dass das alles irgendwie richtig ernst geworden ist in dieser Arkham-Welt, weil ich muss sagen, Arkham Asylum und in Arkham City waren es eher so kleine Bedrohungen halt, alles in Arkham Asylum, ne, die wollen ausbrechen, alles nicht so schlimm, aber jetzt ist Gotham City halt, sage ich mal, in Gefahr und da merkt man einfach dieses Endgame-Feeling, das finde ich sehr geil in diesem Spiel. Wenn ich fertig bin, wird sich die Welt für immer verändern. Halten Sie durch, ich bringe Sie zu Commissioner Gordon. Willst du noch was sagen, Scarecrow, oder? Na, ja, will er. Oder? Ja, okay, jetzt hat... Bruce, die ganze Stadt ist sagt doch nichts mehr. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschärfe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben. Nein, Batman. Nein, Batman. Bleib mir auch zu, bitte, Batman. So. Let's go. Auf dich ist Verlass. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Ich gehe die anderen holen. Noch drei oder wie? Also noch ein Stückchen, was wir noch machen müssen, Leute. Jetzt glaube ich, müssen wir diesen Kran runterholen, diese Platte. Oder? Ist das so? Ich hoffe, ich habe jetzt keine Stelle vergessen. Oh, ach du Scheiße! Gar nicht gesehen, die Idioten. Ziel auswählen. Was ist das hier? Bam, Junge! Alter, ich habe aber zwei ausgeschaltet, dann nochmal zwei durch Angst-Multi ausschalten. Vier auf einmal ausgeschaltet, Leute. Junge, friss meinen Fuß. Du Idiot. Was geht denn hier? Auf einmal irgendwelche Ninjas, Junge. Heilige Scheiße, wo kommen die auf einmal her, Alter? Die machen auch sogar Doppelangriffe, Leute. Also Kombo-Angriffe. Das ist ein bisschen krank. So, bam, bam. Was ist das hier? Bam, bam. Und bam, Junge! Zack. Heilige Scheiße. Greif an, greif an! So. Alter, wir haben auch diese Geländer benutzt, um es da abzuspringen, dann ihr eine Fresse zu in eine Bombe zu geben, ey. Also, ey, ich kann nur über das Spiel schwärmen. Die Animation, da haben Rocksteady Games wirklich, da haben sie einfach alles geiler gemacht. Also, da haben sie sich echt krass verbessert. Das muss erstmal schaffen, ne? Arkham City, Arkham Asylum zu toppen. Mit diesem geilen Finale. So, einen Kram benutzen? Glaube... Ja, okay. Ich würde mal sagen... Hier rein als Rampe, würde ich einfach sagen, oder? Sollte so passen. Hoffentlich. So, bam. Komm mal her, Batmobil. Ich brauche dich genau hier. So, komm her. wie so ein Haustier, das süße Bett probieren. Zack. Und jetzt glaube ich mit voller Tube rüber. Genau. Genau, sehr cool. So. Alles verbleibende
Retten wir die anderen. Oh nein! Noch mehr, Alter. So, kann ich das einfach so... Ich kann es gut, die echt so erledigen, Leute. Die mit dem Stuhl kann ich nicht erledigen mit dem Geschütz, aber die anderen mit dem leuchtenden blauen Teil. Die kann ich ausschalten mit dem Geschütz. Das ist sehr, sehr cool. So. Ah, zielen muss gekonnt sein. Ich kann gerade gar nicht zielen. Ich bin gerade scheiße beim Zielen. Ich ziele lieber nicht, Leute. Ich schieße aber lieber mit dem mit anderen Geschütz. Genau, zielen ist nicht so meine Stärke, leider. Sir, die Panzer sind wirkungslos gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Ah, bis einreißen, dann kommen dann hier rein, oder? Nein, 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 Batman, nein, Batman, Batman. Nicht wieder rein. Ich will ins Haus rein. Ich will in die Fabrik rein. Das will ich machen. So. Okay, Batman. Genau, ich will hier rein. Ah, hier ist noch einer, aber er ist wieder tot. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Ja, und du kannst es verhindern, indem du die Schurken ausschaltest. Also, wirklich ausschalten. Also, töten, ne? Wenn ich genauer sein müsste. Hier sind also die ganzen Kanister von dem Angsttoxin, ey. Mann, oh Mann. Was steht hier? Copperhead Poison. Play BR, okay. Copperhead Poison. Auch ein Secret vielleicht, aber ich weiß jetzt nicht ganz, ob ich zu viel interpretiere in diese Sache. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast, also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Fallout, ja. Noch eine Gefahr, sage ich mal. Also, da muss man echt sagen, wenn man das Spiel zum allerersten Mal spielt, dann denkt man immer jetzt von wegen, was ist mit Arkham Knight, was ist mit der Fallout-Sache mit Robin, was ist die Sache mit Scarecrow. Also sehr viele Storylines wieder, die das Spiel wirklich so geil machen oder generell, ne? Das war in Arkham Asylum nicht so krass. Aber in Arkham City war das schon ein bisschen besser mit der Storyline. Und dann jetzt auch noch in Arkham Knight, wo die ja, Geschichte, die Erzählweise noch emotionaler ist als davor. Ist sehr, sehr geil. Wirklich sehr cool. So, dann noch zwei Arbeiter übrig. Sprengen wir die Scheiße weg und dann halten wir Scarecrow auf, ne? So, rein mit dem Symbol. Kablamo. Kablamo, genau. Hier ist noch mehr Gas. Mach die Scheiße aus, Mann. Ich will nicht Gas einatmen, Muss ich das hier öffnen, oder wie? Ja, muss ich. Weg damit. Ah, lass mich raten, ich brauche wieder das Batmobil, oder? Immer das Batmobil, Mann! Ich will das nicht mehr. So, aufschießen, oder? Will ich jetzt mal sagen. Genau. Die Winde dann alles rausreißen. Ja. Jetzt ist mal alles hier raus, aber wir können jetzt wenigstens die durch, Leute. Das ist die Hauptsache. So, zack, ist da irgendwie noch ein Secret? Oh, noch einer tot. Tote Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Ja, und dann auch immer dieses verzweifelte Nachfragen von Oracle. Also da merkt man, es steht viel auf dem Spiel. Sehr viel auf dem Spiel. Ne? Es kann schief enden, aber Batman und Co., die sind noch ein bisschen zuverlässiger, zuversichtlicher, aber da merkt man schon, das kann alles sehr schnell kippen. Das war bei Arkham City und bei Arkham Asylum noch nicht so krass. Aber hier merkt man dann von wegen, okay, hier könnte Batman echt verkacken. Sehr geil gemacht. Ja, dann nochmal Batmobil, ne? Genau. Glaube, jetzt müssen wir den Fahrstuhl hochholen, oder? Alle Bodeneinheiten, Founders Island ist unter Kontrolle. Wachtürme und Checkpoints sind voll betriebsfähig. Ich will Kampfeinheiten auf mir gar nicht sehen. Eine Drohne in jeder einzelnen Seitengasse. Okay, chill. Arkham Knight. So, Batmobil, ne? Also nicht so schnell runterfahren. Langsam, ja, Batmobil? Sehr langsam, bitte.
Können wir loslassen? Keine gute Idee, den Aufzug fallen zu lassen, wenn ich drin bin. Ja, das stimmt, Batman. Jetzt sollte es passen, oder? Oder noch ein bisschen runter? Noch ein bisschen runter, aber ich kann gerade irgendwie nicht runterfahren, ist die Sache. Das bleibt gerade irgendwie hängen. Keine gute Idee, den Aufzug fallen zu lassen, wenn ich drin bin. Jetzt sollte es gehen. Jetzt geht's, oder? Jetzt geht's, Leute, sehr gut. Okay, Leute, dann würde ich in der nächsten Folge dann den lieben Adam Brewer retten. Und dann den Scarecrow, den Arkham Knight, jetzt vors Gesicht treten. Ey, chill! Der Arme, Alter! Die wollen hier nur arbeiten, ey. Die werden hier geknechtet jetzt, Leute. Das ist einfach sad. Da würde ich sagen, nächste Folge, wie gesagt, die Idioten aufhalten. Da würde ich sagen, Leute, liken, wenn es gefallen hat. Sehr krasse Folge wieder. Dann bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Also, ne? Bleibt in Sicherheit, Leute. Gerät nicht in Situationen wie das gerade von Andy Brewer, der Arme. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, Leute.